Hallo und willkommen zurück zu Fallout. So, wir stehen ja vor der Wimms-Fabrik. Firmenhauptsitz, da gehen wir da mal rein. Und da wollen wir da mal das Dokument, das wir holen müssen, da mal rausholen, ne? So. Hier rennen wahrscheinlicherweise wieder irgendwelche Viecher rum. Da haben wir schon was. Mutantenhund, wo kommt er jetzt her? Da ist er. Hallo. Worauf schießen der noch? Die brauchen das eh nicht mehr. Und wenn das eine Herausforderung sein könnte. Eine Glocke. Hier, Wim. Hallo. Ist das Nachladen? Schießen da. Kriegsfürst, ja, wo ist er denn? Ach, da oben, da ist auch noch einer. Wo ist der andere? Ist er da oben irgendwo? Kommt denn der da hin? Oh. Er schießt ja durch die Wand. Ah ja. Mach du mal. Warte mal, bis sie nach oben kommen. Wenn ich irgendwie nach oben komme. Klebeband, dann nehme ich mit. Oh. Da wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nach oben. Jetzt gehe ich in die Fabrik rein. Das bin nur ich. Komme ich denn hier weg? Bringen wir einfach mal hier runter. Da ist er. Tschüss. Noch einer? Oh, hier, Futternapf. Und ein Schädel. Ein Spüllappen nehmen wir auch noch mit. Das kann ein Spiel sein, Mensch. Wir gewinnen, du Stern. Ja, ja. Guck mal, da ist ein Ausgang. Müssen wir wohl noch gar nicht hin. Nehmen wir natürlich alles mit hier. Kronkorken. Schrotpatronen. So, was haben wir hier noch? Spielzeug. Schmutziges Wasser, ein Schädel. Klemmbrettchen. So, gibt hier noch mehr? Was? Wer? Wer schießt denn da? Wie, Ratten? Ratten! Ein Aluminiumkanister. Ist ja wohl eine Riesenfabrik, ne? Au! Wer? Wo? Ach da! Okay. Junge! Vorschlaghammer.
Oh, noch einer. Ah, ist es denn wahr? Komm, die gehen jetzt her. Mein Bein ist kaputt, mein Arm. Blöde Drecksviecher, ey. Da war noch einer. Ich schmeiß ihn noch mit Granaten. Kriegsfürst. Mir geht's gar nicht gut, ey. Die haben ganz schön gute. Was haben die für Waffen? Dass die mich so niedermachen, ey. Kriegsherr. Achso, und auch so ein extra Typ. Mein zweites Bein ist kaputt. Ja, sag mal, schieße ich wieder mit Platzpatronen? Ist es wieder soweit? Treff den gar nicht. Immer ins Gesicht. Jetzt stirb endlich, ey, du blöder Drecksack. Ich will ein Steampack nehmen. Aha, eiskalt und so. Ist da noch einer? Boah! Lass meine Rüstung in Ruhe. Das Ding ist wieder leer. Stirb! Mann, ey, noch mehr. Junge, Junge, Junge. Oh, wo kommt der denn jetzt noch her? Wo ist der? Da unten. Mann, 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 ey. Was ein nervende Viecher, wa? Komm ich hier nach oben hin? Oder an der Treppe? Wie kommt man da denn hin? Von hier, wo die Penne alles gemacht haben. Da kann man hoch. Gehen wir mal hier rum. Hier ist noch ein Computer. Den ich wahrscheinlicherweise ja nicht öffnen kann, wegen, ne? Ach, das ist wahrscheinlicherweise für die Tür hier. Ja, super. Kann ich nicht tun, weil ich in der Power-Rüstung bin. Ich weiß nicht, wie sicher das hier ist. Jetzt mal rausgehe. Steigen wir mal aus. Und benutzen mal den Computer hier. Einsteiger. Schön. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Ein paar Klammern hier wegmachen. Noch welche geben würde. Da ist eine. Gibt's da gar keine. Was ist das denn? Ja, super. Ja, ziemlich wenig. Da haben wir noch einen. Ist auch nichts. Da haben wir noch eine. Tolle Versuche zurückgesetzt. Ich habe noch gar nichts versucht.
Na egal, wär's. Ein Treffer. So, was hat denn hier? Besichtigungsnotizen 6. Wo bin ich hier? Warum tun wir das? Ich verschwinde von hier. Sicherheitstürsteuerung. Gucken wir doch mal. Hinweis. Zählen Sie noch alle... Quatsch. Zählen Sie noch einmal alle durch, um sicherzustellen, dass keine Besucher im Braubereich abhanden gekommen sind. In diesem Abschnitt befinden sich die Steuerungssysteme, mittels derer die verschiedenen Konzentrate und Sirupe, die unseren Getränken ihre charakterischen Noten verleihen, über Pumpen hier befördert werden. Dort unten werden sie mit reinem Quellwasser aus Main vermischt. Um ein absolut gleichmäßiges Mischungsverhältnis zu erreichen, verwenden wir eine Kombination aus Rühr- und Luftversetzungsanlagen. Weiter zur Abfüllung. Wo bin ich hier? Wir kamen vor ein paar Wochen auf die Insel und seitdem verspüre ich eine eigenartige Ruhe. Keine Ahnung, ob das dieses komische Wimmzeugs oder der Nebel ist, aber bei den anderen scheint es nicht so zu sein. Wenn überhaupt, sind sie noch gewalttätiger als vorher. Warum tun wir das? Wir haben heute eine weitere Gruppe Haberbewohner erledigt. Ich habe größtenteils nur zugesehen, wie Granden sich durch das Lager geprügelt hat. Keine Ahnung, warum wir das überhaupt noch machen. Auf der Insel gibt es so viele Jagdmöglichkeiten, aber als ich es erwähnte, drohten die anderen mich zu töten, falls ich so schwach wie einer dieser Menschen werden würde. Grun wollte mir einen verpassen, allerdings ist er so langsam, dass ich ihm ausweichen konnte. Ich verschwinde von hier. Ich habe einen Plan. Im Büro habe ich das Passwort für den Lagerbereich gefunden. Wenn ich Grun in diesen Kellerabschnitt einsperre, werden die anderen es wahrscheinlich nicht schaffen, das Terminal zu entsperren. Während sie versuchen, ihn rauszuholen, kann ich verschwinden, bevor sie es überhaupt bemerken. Dann suche ich mir ein ruhiges Plätzchen, an dem ich alleine leben kann. Und wenn Grun da rauskommt, ist er wahrscheinlich so wütend, dass er sie angreift. So, Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. So, Tür geöffnet. Rüstung wieder an. Hoffentlich kann ich die irgendwo reparieren hier. Oh, alles im Arsch. Patronen. Heilmittel, könnte ich eigentlich auch mal nehmen. Erstmal hier so ein Wim nehmen, ne? So ein Seesack habe ich schon leer geräumt. Okay. Dann war der wohl hier. Was macht er denn da noch? Hallo? Idiot. Habe ich wohl gerade dran gesessen, aber ist ja egal. Lass mal wieder Licht anmachen. Ein Pumpenregulator. Den nehmen wir mal mit. Wahrscheinlich braucht man den irgendwo für. So, ja toll, hier kann ich eine Rüstung machen. Ja super, da wollte ich jetzt nicht reinspringen. Dann geht's mal nach oben, hier ist eine Tür. Und noch ein bisschen Heilung, ein bisschen Munition. Gehen wir hier nach oben. Gucken, wo wir da hinkommen. Achso, Ausgang, Insel. Na okay, da müssen wir noch nicht hin. Heißt also, wir können hier noch ein bisschen weiter gucken. Müssen wir ja sowieso. Waren wir hier schon drin? Ja, da waren wir glaube ich schon. So, da muss ich auf jeden Fall hin. Mal die Tür aufmachen. Sicherheitstürsteuerung. Mach auf das Ding. Tür öffnen.
Ja, schön. Dann mach die Tür mal auf. Nur ganz das Zeug mal mit hier. Ein Fahrstuhl. Dann gehen wir da mal rein. Nach oben? Ich war doch gerade oben. Wie macht er das dann überhaupt? Kann er sich irgendwie teleportieren? Komm, geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Mann, ey. Hirnpilz. Was zum Wiederverwerten. Fixer. Haarklammern. Terpentin. Hier, noch mehr Hirnpilz und eine Kiste. Zeichen entdeckt. Scan-Vorgang läuft. Echt? Wenn Sie Hilfe benötigen. Anlage. Ich brauche keine Hilfe. Sprich mit Kai. Wer ist das denn? Du hast meine Aufmerksamkeit. Wie komme ich denn da unten hin? Ganze Verstrahlung hier. Wie kriege ich denn eine Tür auf? Graben. Dann graben wir doch mal. Aha. Was haben wir hier denn? Avery's Medaillon. Avery's Schädel. Es ist nun mal geschehen. Ah ja, okay. Nach oben, ich bin doch gerade nach oben gefahren. Muss ich mich verarschen? Erdgeschoss. Wo waren wir denn noch nicht hier? Ja, hier waren wir schon. Da ist ja noch einer. Was ist das für eine Tür? Answer. Escape. Arch. Handle. Muss ich noch eben kurz ein paar Sachen wieder neu machen. Ja, super. Jetzt habe ich noch nicht mal irgendwo hier wieder so eine Klammer zum Lösen oder was. Tolle Versuche zurückgesetzt. Geht doch. Systemfehler.
Aha. Benutzermemo. Wenn das liest, sollte die Türen lieber nicht öffnen. Ich habe Grun dort eingesperrt. Und wenn er rauskommt, dürfte er nicht sonderlich erfreut sein. Du kennst dich wohl mit Computern aus. Ja. Kenne ich mich. Mach eine Tür mal auf. Oh, wer ist das denn? Oh, der Riese. Oh, oh. Junge. Blöde Geräusche. Und die Tür kann man nicht aufmachen, oder was? Nachtsicht. Na komm, hier nehmen wir alles mal mit. Kann man das wieder verwerten. So. Anscheinend rennen hier noch irgendwo welche rum. Teddybär. Gehen wir mal hier hoch. Was ist das denn? Ist ja lustig. Ein Schachbrett. Nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Wer spricht denn da? Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Also da kommen wir wieder raus. Und wo geht's hier noch hin? Ich mir hänge deiner. Komm schon. Auf was schießt denn der da? Ach, da ist er. Hallo. Noch mehr? Da noch einer. Noch mehr? So, nehmen wir auch alles mit. Können ja alles wieder verwerten. Was steht da denn? Sieht man eine Rüstung aus. Nee, den lassen wir auch schon mal da drin. Der macht nur wieder Ärger, das Viech. Haben wir hier schon? Naja, hier waren wir noch nicht. Wüsste ich nicht. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Was leer. Kronkorken. Liegen noch ein paar Kippen rum. Noch mehr. War da gerade ein Brief? Naja. Auch nicht. So, hätte man das auch schon mal mitgeplündert hier. Was war das? Oh, ein Telefon. Ein Safe. Nehmen wir natürlich auch mit. Also den Inhalt vom Safe, nicht den Safe selber. Ein Bierglas. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. So, gehe ich nochmal zurück, weil da steht nämlich noch was. Eine Rüstung. In Rot. Herrlich. Und da ist Ausgang. T-
Terminal Wimps das Gesandten. Ja, die ganze Farbe so nehmen wir auch mal mit. Hier kann ich meine Rüstung reparieren. Das ist schön. Ich würde auch lieber die rote mitnehmen. Das ist eine T51. Mit Fusionskern. Ob die nehmen wir gleich mal mit. Aber erstmal muss ich diese reparieren hier. Herstellen, so, reparieren. Als andere dafür zu bezahlen. Soll ich mal wieder ausrüsten? Reparieren. Ausrüsten. Kaputte Gegenstände. So, die ist komplett ausgerüstet. Sehr herrlich. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die rote Rüstung hier an. Aber müssen wir die mal auf Seite stellen hier, weil ich stehe nämlich dann im Weg, weil da kann ich direkt die rote nämlich wieder aufrüsten. Nur, ich müsste dann ja diese Rüstung wieder mitnehmen. Oder, beziehungsweise abholen. So, die sieht mir auch sehr schön aus. Kann der Longfellow die nicht anziehen? So, dann wollen wir die mal updaten. Ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Dann modifizieren wir den ganzen Rummel mal. Natürlich der Beste. Extras. Ah, zwei Wahrnehmungen. Nehmen wir das mal. So, linker Arm. Modifizieren wir auch nach F. Extras. Optimierter Armschienen. Linkes Bein. Auch Modell F natürlich. Extras. Overdrive Servos. So, rechter Arm. Auch Modell F. Optimierter Armschienen. So, rechtes Bein. Auch Modell F von. Dann haben wir dann Overdrive Servos. So, Torso, auch Modell F. Und das extra, eine Stimpumpe. Und fertig, das Ding. So, nehmen wir den jetzt mal mit. Müssen wir eigentlich mal die Rüstung wegbringen und danach wieder hierhin zurück oder so. Aber das können wir ja später machen. Erstmal gehen wir hier raus. Sollten eigentlich alles durchsucht haben jetzt. Wenn wir schon die Rüstung gefunden haben, dann haben wir wohl alles.
Glaube ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher, aber es ist möglich. So. Was? Ach, je. Bin auf dem Dach. Hallo? Darf er sein? Einer mit der Sprengladung. Ohren mir wieder spielen schreien. Das Geräusch da. Was das sein? Na toll, jetzt geh ich wieder rein. Oh, was? Oh. Oh, Granate. Mann. Gerade eine neue Rüstung, ey. Und dann direkt schon wieder hier alles beschädigen oder was? Drecksviecher. Oh, was hat denn? Hallo? Ein Kriegsfürst. Kommt denn der her? Bäh, Wummeleer. Und ein Level erreicht. Und wo sind wir hier? Wieso war ich hier noch nicht? Entsperren Verwässertes, okay. Hier kommen wir auch raus. Mal Licht anmachen. Den ganzen Sprit mal mitnehmen hier. Hier ist noch ein Terminal. Terminal ist Generaldirektors oder was? Generaldirektors, ja. Ach scheiße, die Bücher brauche ich doch gar nicht. Mal reingucken. Na, ja, Powerrüstung. Will ich das aber nicht ausziehen. Habe ich gerade das an. Marketing, steht wahrscheinlich nur dasselbe drin. Nicht da runterfallen. Da geht's auf jeden Fall raus. Oh, guck mal hier. Wim, Captain's Mischung. So. Dann kommen wir hier wieder raus. Oh, hier ist noch einer. Und ein Safe, Experte. Oh, super. Hallo, willst du mich verarschen? Oh. Ja, ist es denn? Dann muss doch schon längst auf sein, der Teil, Mensch. Ja, warum denn nicht gleich so? Oh. La Fantoma, was ist das denn? Ein Heft? Cool, ein Heft im Safe. Madison's Terminal. Kann ich auch nicht nachgucken. Ich hab keinen Bock aus der Powerrüstung zu gehen. Wie im Fabrikdach. So, das hätten wir dann. Was müssen wir jetzt noch machen? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Kazumi zurück. Komme ich jetzt auch zurück? Arcadia, da müssen wir auch noch hin.
Ach, Kazumi ist ja hier, ne? Feinde? Welche Feinde? Sind denn hier Feinde? Ich was hören. Ah, du hörst gar nichts. Oh, jetzt hänge ich ja noch fest. Ja. So, komme ich jetzt weg? Boah, welche Feinde denn? Hier steht eine Kiste rum. Oh. Mr. Handy Treibstoff. Ja, ich glaube, die kleine Bootstour war nicht so lang. Toll, das hänge ich ja fest. Komme ich jetzt wieder weg? Na endlich. Tja, und dann gehen wir das mal ab und sprechen mal mit der. Aber das geht dann weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also bis dahin, tschüss.